Guten Tag zu einem neuen Video von Dog Performance. Der Mann, der immer zwei unterschiedliche Socken anhat. So, wegen mir hat es gestern geregnet. Und warum bin ich jetzt hier nochmal an dem Kofferraum von dem 325? Und zwar, mein Bruder hat vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Und da war noch eine Sache, die war eigentlich ganz wichtig. Und zwar, einmal habe ich den Spoiler ja festgeklebt. Das habe ich auch super schön aufgenommen. Natürlich ohne Ton, aber das ist ja nichts Spannendes. Und zwar ging es eigentlich noch darum, geht der Kofferraumdeckel auf. Ja, wir gucken gleich nochmal, können wir einklammern zusammen. Also wir kriegen ihn auf. Bloß hier ab dem Punkt stößen wir hier an der Treppe an. Jetzt könnte man, wenn man es flächig hier verklebt, kommt man dran vorbei, ne? Fast. Also auch wenn man es jetzt hier noch ein bisschen mehr anklebt, was denn, siehst du das überhaupt hier? Ich könnte mir vorstellen, wenn man hier den Nuppel rausnimmt, dann musst du auch zeigen den Nuppel. Ja, sieht man. Ja, wenn man den Nuppel rausnimmt, dass man das als Ganzes noch weiter reinbekommt, weil der scheuert nur hier. Nur in dem Bereich. Auf der anderen Seite ist es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das hier rausnimmt und das dann flächig verklebt, diese Lippe hier dran, das wird ja auch gehen, weil das gibt hier an und hier steht es weg. Würde das funktionieren, dann könnte man den Kofferraumdeckel aufmachen, ohne dass er scheuert. Meine Idee war jetzt gewesen, den Kofferraumdeckel halt maximal so weit sich öffnen zu lassen und den Kofferraumdeckel in Stahlseil machen und mit dem Karosserieboden verschrauben, dass der maximal so weit aufgeht, weil, also ich weiß nicht, müssen wir halt die Federn wahrscheinlich schon umstellen. Ein Kasten Bier kriegt man, denke ich, rein und raus. Das wäre jetzt nicht so das Problem. Oder ich gehe hin und mache diesen Nupsi hier raus. Dann müssen wir halt schon schauen, weil dann hat man ja hier in dem Abschnitt halt ein Loch. Oder halt, beziehungsweise wäre hier quasi ein fehlendes Stück, was man da dann macht. Weil das sieht ja dann auch irgendwie affig aus. Oder man lasst auslaufen schön hier. Linie rein und hier wieder eine Linie raus. Fängt jetzt auch gerade wieder an zu regnen, wir sind ja fast durch. Mal schauen, ob ich das, wie ich das mache, ob ich das mache. Aber ich denke, oder, ich glaube, das können wir eigentlich ausprobieren. Ich mache das mal heiß und drücke das dann weg im heißen Luftfilm. Das wäre eine Idee, ne? Das könnten wir heute noch machen. Heißer Luftfilm ist da. Das heißt auch nicht, dass auch Sonntag ist. Ach, Sonntag, heute ist Feiertag. Feiertag, da können wir keinen Krach machen, aber heißer Luftfilm geht klar. Noch eine Sache, und zwar, ich habe hier noch mal ein paar Schrauben nachbestellt von Yannick. Der Yannick hat jetzt solche Inspektionszettel, wo man eintragen kann, ob man seinen Ölfilter erneuert hat, wann man das gemacht hat, Bremsflüssigkeit, Luftfilter, Zündkerzen, was für ein Motoröl man reingekippt hat, bei wie viel Kilometer, wann es nächstes Mal wieder gewechselt soll. Also diese klassischen Service-Intervall-Dinge hat er jetzt und ich habe davon keine Ahnung, wie viele er mir da geschickt hat. 20, 30 Stück. Ich habe jetzt mal eben von meinen Kollegen mal so ein paar in die Hand gedrückt. Gesundheit. Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, ich habe ja schon lange nichts mehr rausgehauen und ich hatte Geburtstag gehabt vor kurzem. Kann man ja mal hingehen und, keine Ahnung, 20 Stück verschenken und ich lege noch ein bisschen irgendwas dabei. Einfach ein Instagram anschreiben mit dem Nummer Gesundheit. Einfach ein Instagram anschreiben, ob ihr so einen Schlüsselanhänger, beziehungsweise so einen Schlüsselanhänger, so einen Intervallzettel haben wollt. Bist ja dann einzig, was gut wäre, wenn ihr Porto übernehmen würdet. Was ist das, 50 Cent oder sowas für einen Brief? Ja, so in die Richtung 50 Cent. Ich denke, das tut keinem weh. Wenn ihr Bock drauf habt, einfach kurz schreiben. So, jetzt gehen wir kurz rein, beziehungsweise ich muss die Fenster vom 7 dazu machen. Und dann fahren wir den mal rückwärts rein und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wäre geil, ne? So, bis gleich. So, ich habe das jetzt im Heißluftfilm heiß gemacht und mal so angedrückt, dass diese Linie hier ein bisschen, also dass dieser Huppel weniger wird. Das, was jetzt hier übersteht, das kann man ja wegschleifen, das ist jetzt nicht so das Problem. Das ist auf beiden Seiten gemacht. Das hat jetzt klar ein bisschen was gebracht, aber es ist noch nicht, quasi noch nicht kriegsentscheidend, beziehungsweise es hat da nicht den erwünschten Erfolg gebracht. Ne? Das Teil setzt immer noch ein bisschen an. Wenn man das jetzt hier unten dran drücken würde, wo jetzt mein super leckerer Fingernagel ist mit Grind unten drunter, dann würde er nicht mehr schleifen. Könnte man halt hingehen, ich weiß nicht, das ist halt so ein richtiger Fusch. Da unten drunter ist richtig viel, so ein Tennisball, nicht so ein Golfball, großer
Karosserieklebepunkt hinmachen, das quasi hier so andrücken und dann mit Panzertape fixieren, dass das trocknen kann. Und dann würde es nicht mehr an der Schale, also nicht mehr daran schuppern. Wir haben jetzt auch die Katzentreppe bis Anschlag hoch in den Keder geschoben, weil der Punkt, der sitzt fast an. Also wenn man es jetzt kleben würde, wenn du jetzt guckst, wenn du kleben würdest. Ja, okay, mein Finger ist. Siehst du das? Ja, das ist ein Millimeter dazwischen. Ja, also da mehr Luft. Das wird gehen, wenn man das an die Scheibe dran klebt, ohne dass dann der Kofferraumdeckel an der Katzentreppe irgendwo anstößt. Ne? Also dass man den Kofferraumdeckel wirklich in seiner, ja, von seinem Winkel her oder von seinem Öffnungsgrad voll nutzen kann. Meine Überlegung wäre halt hinzugehen und da einfach einen Stahlseil dran zu machen und den Weg, der den Deckel machen kann, einfach zu begrenzen. Oder diese Scharnier vielleicht ein bisschen bearbeiten oder diese Feder, wo da dran hockt, dass man das vielleicht ein bisschen begrenzt. Weil das Ding auf die Scheibe kleben, ich weiß nicht. Vor allem, also klar, von außen wird man es definitiv nicht sehen. Aber ich habe eigentlich gedacht, wenn ich hinten im Auto sitze und will nach hinten rausgucken, dass ich eigentlich gar nichts mehr sehe. Deswegen war die Überlegung, die Scheiben hinten alle komplett zu tönen. Aber es ist eigentlich Schwachsinn, weil man sieht wirklich hinten noch raus. Also das Sichtfeld, klar, ist eingeschränkt, aber jetzt hier rückwärts rangieren funktioniert trotz dieser Katzentreppe eigentlich noch einwandfrei. Also mal schauen, wie ich das jetzt letztendlich mache. Oder halt einfach das Teil lassen, wie es ist von der Farbe. Und ja, das Ding halt schuppern lassen, ne? Weil das wird sich nicht durchschuppern. Und wenn es halt ein paar leichte Schlieren hat, wie jetzt es hier ist, stört mich jetzt dann ehrlich gesagt nicht so. Mal schauen, wie ich das mache. Mal gucken. So, Schrauben haben wir bestellt. Warum? Schrauben haben wir bestellt für 318 ES-Projekt von meinem Bruder. Da können wir mal Quellenlenker vorne reinsetzen, Vorderachse einbauen und die vorderen Bälke bzw. die vorderen Federbeine mal reinsetzen. Und dann könnte man mal auch sogar die Felge draufstecken. Könnte man das machen, ja? Da fällt mein Bremsscheiben müssen nach vorne bestellen. Die fehlen noch. Dann könnte man das alles machen. Dann könnte man mal schauen, wie so 8,5 mal 17 auf der Vorderachse von M30 kommen mit Rondell 0058. Machen wir jetzt. Ja. Machen wir jetzt. Es ist übrigens richtig heftig schwül. Also die schwitzt und macht gar nichts. Problem ist, gestern hat es so stark geregnet, dass das ganze Wasser in die Halle reingelaufen. Was wir dann auch übrigens im kommenden Spezialvideo sehen wird. Das Video wird über mehrere Tage gedreht. Gestern haben wir schon den ersten Big Step gemacht. In Instagram war es in Story zum Teil dabei. Ich will aber nichts spoilern, aber ich kann sagen, es hat noch keiner vor uns gemacht und es ist richtig extrem und ihr werdet alle sagen, ach du Scheiße, hat er nicht gemacht. Wir haben es gemacht, weil wir so Eier haben. So, jetzt machen wir Vorderachsen. So, wir haben das maximale Schwülitätslevel erreicht, geschwitzt wie noch was. So, jetzt haben wir Domlage 2D von TH Technics in Sturz verstellbar und jetzt ist da so eine Scheibe noch dabei und ich weiß, bei normalen Domlagern kommt normal zwischen dem Domlager und der Mutter noch mal so eine Scheibe hier unten drunter. Jetzt weiß ich nicht, ob man das bei 2D auch machen muss. Ich mach's jetzt mal. Könnt ihr in die Kommentare dann reinschreiben, bist du blöd, klar muss man es, oder bist du blöd, das muss man auf jeden Fall nicht. Wir machen es jetzt einfach mal so. Kann man ja wieder auseinanderbauen. Vor allem die Seite, die wir jetzt eh einbauen, die muss eh nochmal raus, weil unten die Produktionsaufnahme noch da geschweißt werden muss an der Stelle. Und jo. So, und jetzt machen wir das natürlich fachgerecht und halten das oben gegen und ziehen das nicht einfach mit einem Schlagschrauber fest, der übrigens momentan kaputt ist. Der Cutman, wie kann er sie. So, Domlage ist drin, war ein bisschen widerspenstig. Was ich empfehlen würde, vielleicht, ich weiß jetzt nicht, was es ist, M8, vielleicht auch M10, ne, ich würde sagen M8, vielleicht das Loch auf 8,2 oder sowas bohren, dass man das leichter reinbekommt. Wir haben das jetzt hier ein bisschen rein vergewaltigt, müssen wir hier einen Daumen nochmal ein bisschen unter Bodenschutz nachbessern, dann ist es gut. Eine Schraube haben wir kaputt gemacht,
Das ist aber nicht schlimm, weil wie gesagt, in dieser Platte ist ein Gewinde drin, da werden die Schrauben hier reingedreht und oben am, ja, ist nicht, zwei Drittel, beziehungsweise so in der Hälfte vom Gewindesteg ist das Gewinde rausgerissen, weil ich die Mutter zu fest angezogen habe. Aber ist kein Ding, kommt eine neue rein, eingeklebt und dann ist da Ruhe. So, Lenkgetriebe haben wir noch keins, das müssen wir noch kaufen. E46 Facelift wird hier verbaut. Ich habe auch die Distanzhülsen da, Moment. Kommen solche Hülsen rein, das sind vier Stück. Und jetzt, wie wir sehen, zwischen der und der Hülse ist ein Unterschied, ne? Also die sind nicht gleich hoch, das sind zwei verschiedene Hülsen von der Länge oder Höhe, je nachdem wie man das nennen möchte. Das kommt daher, dass das Lenkgetriebe von seiner Position, seiner Mittelachse auf derselben Position sitzen muss wie das vom E30. Und die 36 und die 46 Lenkgetriebe sind ein bisschen schmäler von ihrer Höhe, von ihrer Einbauhöhe oder von diesem Flansch, der dementsprechend angeschraubt wird. Deswegen müssen wir das ausgleichen. Ganz am Anfang haben die Leute einfach unten und oben quasi selber als Distanz genommen. Das geht natürlich auch, aber dann hat man so einen genannten Bump-Steer. Das heißt eigentlich, grob gesagt, wenn die Achse in der Luft schweben würde und das Rad links und rechts vielleicht ein bisschen nach links guckt, wenn das Lenkrad loslässt, dass es von alleine quasi in die Richtung fallen würde. Inwieweit sich das beim Fahren negativ auswirkt oder ob man überhaupt das merkt als Normalsterblicher, weiß ich nicht. Aber wir haben ja die richtigen Hülsen. Die gibt es auch übrigens beim Yannick Sperber zu kaufen. Kostet, glaube ich, einen Satz 20 € oder so. Ich weiß es nicht auswendig. Und dann könnt ihr dementsprechend so ein Lenkgetriebe ohne weiteres verbauen. Das werden wir auch zeigen. Ich werde auch darauf eingehen in dem Video, was es da alles gibt, weil man könnte ja E30 Non-Servo, E30 Servo-Getriebe, E36 Servo-Getriebe und das E46 Facelift-Servo-Getriebe verbauen. Warum erwähne ich explizit das Facelift-Getriebe? Die Vor-Facelift E46-Getriebe sind baugleich mit dem E36-Lenkgetriebe. Und das E46-Lenkgetriebe ist eigentlich so das Kürzeste, was die Übersetzung angeht. Das heißt, übersetzt, mit weniger Lenkeinschlag vom Lenkrad, umso mehr Lenkeinschlag habt ihr vorne in Grad am Rad. Und umso direkter das ist, umso direkter ist auch das Fahrverhalten. Macht auch mehr Spaß, finde ich, das so ein Ding zu fahren. Das lässt sich dann auch fahren wie ein neues Auto. Einziger Nachteil, sage ich mal, ist gerade auf Autobahnfahrten oder Autobahnfahren, dass man dann dementsprechend bei höheren Geschwindigkeiten ganz schön aufpassen muss, was man am Lenkrad macht, weil ruckzuck hat man die Karre zerrissen. Es gibt noch das Z3-Lenkgetriebe. Ich glaube, das ist sogar von der Übersetzung zwischen dem E46 Facelift und dem E36 Getriebe. Da sagen viele Leute, das ist kürzer. Das stimmt aber, soweit ich weiß, nicht ganz. Könnt mich gern korrigieren. Aber was definitiv der Fall ist, E36 hat, ach, beziehungsweise der Z3 und der E36 haben ja dieselbe Vorderachse. Und der E36 hat einen größeren Lenkwinkel, was vorne dementsprechend gelenkt werden kann. Beim Z3 wurde das begrenzt. Das kann man begrenzen mit so, also wenn man normales Lenkgetriebe hat, kann man das begrenzen mit solchen Spacern, die man dann in die Lenkstange reinkoppelt, zwischen Lenkstange und Koppelstange oder Spurstange, was dementsprechend drin ist. Aber es ist bei dem Z3 Lenkgetriebe ist das schon von Haus aus begrenzt vom Winkel. Wie gesagt, bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, es ist zwischen E36 und E46 Facelift von der Übersetzung her. Aber das ist somit unter das teuerste Lenkgetriebe, was man kaufen kann. Und deswegen, das habe ich jetzt nicht da, nur zum Kaufen, für zum Zeigen, wie das dementsprechend ist, werde ich nicht machen. Ich kann es mal nachgucken und dann machen wir das in einem eigenen Video. Übrigens brauche ich immer noch ein Kreuzgelenk. Und falls jemand ein M60 B40 zu verkaufen hat oder vielleicht ein 47 oder ein 540, E39, gerne als Schlachter, beziehungsweise vielleicht mit Unfallschaden, hätte ich Interesse. Weil Touring-Projekt mit V8 wäre schon cooler. Gut, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach hin, machen Kotflügel drauf, das brauchen wir jetzt kein großes Video, und machen Stoßstangen vorne mal drauf, packen die Räder drauf und lassen das Auto einfach mal ab, ohne Hinterachse. Bis gleich. So, Rad drauf gemacht, mal Kotflügel wieder drauf gesteckt, Stoßstange aufgeschoben. Wir haben jetzt abgelassen, die Reifen, die jetzt drauf sind, sind absolut die falschen. Ich weiß gar nicht, was da drauf ist. Wahrscheinlich so 225 so in Richtung, oder vielleicht sogar 235. Steht's dann? 235, 45, 17, das ist natürlich absolut falsch. Ich weiß nicht, was wir auf 8,5 fahren dürfen. Vielleicht 215, vielleicht auch 205. Und dann halt einen niedrigen Querschnitt, vielleicht 40, 35.
dass sich das richtig schön reinzieht. Und momentan haben wir auch noch die Begrenzer im Luftfahrwerk drin. Ne? Hinterachse ist jetzt keine drin. Wir haben jetzt einfach mal die Räder reingesteckt, dass man sich das mal vorstellen kann, wie das aussehen wird oder kann. Es wird aber wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass wir so weit gar nicht ins Fahrzeuginnere reinwandern können mit dem Rad, sondern dass wir den Radlauf hinten massiv bearbeiten müssen. Also verbreitern in Blech wird wohl angesagt sein. Dann noch eine Sache, Sturzkorrektur bzw. Sturzanpassung an der Vorderachse. Wahrscheinlich läuft es auch drauf hinaus. Wir haben jetzt hier, siehst du das gescheit? Quasi maximal negativen Sturz eingestellt. Und wir sind jetzt hier mit diesem silbernen sind wir am Anschlag von dem blau eloxierten. Man kann das jetzt weiter hier reinfräsen, dass man mit der Kolbenstange bis Anschlag an das Domblech rankommt. Das habe ich auch schon mal gemacht, das funktioniert, dass wir noch mehr negativer Sturz an der Vorderachse bekommen, dass wir noch tiefer vorne gehen können. Aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Erst müssen wir mal die passenden Reifen draufziehen und dann sehen wir, wie das Rad vorne eintaucht und ob wir mehr Sturz machen müssen oder nicht. Also wir müssen ja auch nicht so viel Sturz reinklatschen bis brechen, obwohl wir es gar nicht brauchen. Fahrt sich nur der Reifen blöd ab. Deswegen, nächster Step ist immer noch Hinterachse, was dann special ist. Richtigen Reifen mal beziehen, beziehungsweise wir werden irgendwelche gebrauchten, abgefahrenen besorgen und dann mal ausprobieren, welches Maß am besten geeignet wäre. Vorderachse ist soweit fertig. Vorne links, Fahrerseite muss nochmal raus, weil ich die Produktionsaufnahme noch schweißen muss. Dann unter Bodenschutz noch einmal machen muss und dann, wenn die Hinterachse drin ist, sind wir eigentlich fertig. Ne? Also was Achsen angeht, ne? Dann müssen wir noch den Tank einsetzen und der Bodenschutz hinten machen und dann ist das durch. Ja, brauchen wir noch irgendwas sagen, zeigen? Nö, haben wir alles. In diesem Sinne, danke fürs Schauen, kommentieren, abonnieren, was auch immer, mir egal. Ciao, bis zum nächsten Mal. So, beinahe vergessen, so habe ich ja verzählt gehabt, dass ich die Traggelenklage hier einpressen lassen habe bei einem Kollegen, der auch schon ein bisschen älter ist und der kennt sich mit E30 auch ziemlich gut aus. Der hat zwei momentan und einen komplett restauriert und er ist auch ziemlich schrauberaffin. Ich glaube, ist auch gelernter Kfzler. Jedenfalls, ich war bei ihm und habe gesagt, ey, kannst du mir die Lage eindrücken? Und macht er so, Micha, wirklich? So nach dem Motto, es wird ja nichts anderes machen den ganzen Tag, nur Lager eindrücken. Und habe ich die Lager gebracht in die Querlenker, dann haben wir dann mit passenden Nüssen alles mögliche ausprobiert. Und ich hab noch zu ihm gesagt, ich sag, ja, das lange kommt ja in die Achse, ne, also dieses lange Traggelenk und das kurze kommt ja ins Federbein rein, in den Achsschenkel. Ja, das weiß er doch. Ne? Und gebabbelt und dann halt verzählt und hat dabei geschafft und er drückt dann das erste Lager ein und es war das kurze und ich war derjenige, der gepumpt hat, er hat ausgerichtet und dann macht er, ja, fahr nochmal die Presse hoch und er sagt, warum? Er fährt zum Schauen, ob der Zapfen in die Mutter dementsprechend trifft und ob das ob die Manschette dementsprechend vorbeigekommen ist. Und sagt, selbst wenn nicht, können wir jetzt nichts mehr dran ändern, es wäre dann kaputt jetzt, ne? Macht der Micha, ich mache halt lieber Sachen zweimal, bevor sie kaputt gehen. Ne? Er guckt lieber zweimal, bevor was kaputt geht. So, okay, geguckt, war alles in Ordnung, reingepresst. Dann nimmt er das Teil so aus der Presse raus, guckt ihn an und sagt, Digga, das ist die falsche Seite. Ne? Da haben wir das kurze quasi hierhin reingemacht und das lange haben wir ja Gott sei Dank da nicht in der Hand gehabt, sonst hätten wir das hier eingebaut. Ne? So, dann haben wir natürlich das kurz wieder ausgedrückt, das war dann Schrott, dann habe ich halt nochmal zwei gekauft. Zwei sind auch übrigens günstiger wie eins, komischerweise.
Und dann ging es darum, ich sage, ja, die Dinge haben doch eine Einbaueinrichtung. Ja, wirklich? Ich sage, ja, ich bin mir ziemlich sicher, da sind irgendwelche Kerben drin und die geben vor, wie es eingebaut werden muss. Alter, guck mal bei meinem, ich habe das ja schon gemacht. Ne? Dann bei seinem geguckt und da haben diese Kerben irgendwo gestanden, also es war nicht symmetrisch zueinander. Macht er, siehst du, es ist egal. Ne? Ich sage, okay. Ich sage, ja, eigentlich ist auch logisch, weil es ja ein Uniballgelenk ist und das kann sich ja auch in alle Richtungen sich bewegen, dieses Lager. Ne? Und ich sage, bist du wirklich sicher? Ja, ja, ja. Und dann hat er zu mir gesagt, ich glaube auf E30.de steht das nicht so. Ne? Und dann haben wir nochmal geguckt, beziehungsweise nur überflogen. Ich konnte eh nicht gucken, weil ich gedrosselt das Internet hatte im Handy. Und also hier, ja, nee, nee, das ist hier auf das Lager bezogen. Da war nämlich irgendwie so ein Bild gewesen mit rotem Kreis, wo ich gedacht habe, ist doch eigentlich egal, wie rum du das Lager da einbrechst, ja, egal. Mir gemacht. Ich die Teile dann mit nach Hause genommen, beziehungsweise liegen lassen, weil die Lager mussten ja noch nachbestellt werden. Und daheim habe ich dann mal gegoogelt und die haben doch eine Einbauinrichtung. Irgendwie sollen die längs gegen Fahrtrichtung eingebaut werden. So. Wir haben das jetzt Freestyle gemacht. Das ist jetzt alles Mögliche. Das hier ist halbwegs, das hier auch so halbwegs. Also es passt, dadurch, dass Freestyle ist, passt halbwegs. Ich habe ihm dann nochmal genau das Zitat dann quasi ihm geschickt mit Auszug und sagt, Herr Jolla, er fährt schon 2 Jahre so mit rum und sieht, das funktioniert. Aber ich fand es so lustig, dass er gesagt hat, ich gucke lieber zweimal, bevor ich was kaputt mache oder was doppelt machen muss. Und ja, was war gewesen? Es war kaputt und wir mussten es nochmal machen. So, das war die Anekdote dazu. Ciao.